Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Megional. Heute ist Mittwoch, der 25. November. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und wieder mit dabei sind. Glück auf und guten Abend. Die Förderschule Marienberg agiert länderübergreifend. Genauer gesagt geht es um ein deutsch-tschechisches Projekt. Nicole Fugmann-Müller hat sich über die Hintergründe mal schlau gemacht. In der Marienberger Förderschule Johann Ehrenfried Wagner ging heute ein dreitägiges Projekt mit Schülerinnen und Schülern aus dem tschechischen Komotau zu Ende. 3 Tage lang haben die 8- und 9-Klässler aus dem Nachbarland die Marienberger Schüler in ihrem Schulalltag begleitet. Außerdem konnten sie ihre Deutschkenntnisse verbessern und auch Marienberg und die Umgebung etwas näher kennenlernen. Zum Abschluss wurde heute gemeinsam ein deutsch-tschechisches Menü gekocht. Zustande gekommen war das mit EU-Mitteln geförderte Sprachprojekt durch die persönliche Freundschaft zweier Lehrerinnen der jeweiligen Schulen. Zum Anliegen der Zusammenarbeit sagte Alena Nazarczykova. Sie wollen ein bisschen die deutsche Sprache verbessern. Also wir haben mit der Direktorin die Freundschaft gemacht, verabredet und darum sind wir hier. Wie klappt denn aus eurer Sicht auch die Zusammenarbeit? Oh, die klappt sehr gut. Also es sind zwar noch ein paar kleine Sprachprobleme da, aber dafür sind die Schüler ja auch hier, um ihre Sprache einfach zu verbessern. Und vieles kann man ja dann auch ganz einfach durch Mimik, Gestik mit erklären. Und sie sind richtig mit in den Unterricht integriert und sind einfach dabei, egal ob jetzt beim Filzen in Textil oder eben jetzt hier in Hauswirtschaft. Wie gehen denn die Schüler aus Tschechien damit um, dass hier auch Schüler mit einem gewissen Handicap beschult werden? Ja, das macht kein Problem. Wir haben bei uns in unserer Schule auch behinderte Kinder und die sind in normalen Klassen integriert, also sie sind gewöhnt auf diese Kinder. Was würden Sie beide sagen? Profitieren die Schüler von dieser Begegnung gegenseitig? Ja, bestimmt. Wir sind froh, dass wir hier waren und wir hoffen, dass unsere Zusammenarbeit noch weiter geht. Kommt. Das hoffen wir auch und unsere Schüler haben sich auch schon gewünscht, können die nicht noch länger bleiben und vielleicht gleich bei uns mit in die Klasse rein. Ja, unsere Kinder, sie möchten auch hier bleiben, sie freuen sich nicht nach Hause und hat es ihnen sehr gefallen hier. Ich heiße Veronika und ich bin 13 Jahre alt und ich wohne in Komotau. Ich heiße Teresa, ich bin 14 Jahre alt und ich wohne in Jirkov. Wie war der Unterricht mit den behinderten Kindern zusammen? Wie habt ihr das erlebt? War gut, keine Problem. Deutschlehrerin Dagmar Skalova erklärte. Sie sind mit 10 Schülern hier. Ja. Warum haben Sie sich für den Aufenthalt in Deutschland entschieden, in diesem Sprachprojekt? Weil wir in unserer Schule Deutsch unterrichten und ich denke, die Schüler oder Komotau ist nicht so weit von der Grenze und ich denke, das ist gut, wenn die Schüler seine Nachbarn kennenlernen. Haben Sie das Gefühl, dass die Kinder jetzt besser einander verstehen? Ja, ich denke, wir haben zum Beispiel das Thema Essen und wir haben in der Pizzeria gegessen und sie haben viel in Praxis gelernt und ich freue mich. Ich denke, für einige Kinder, die den Projekt oder in diesem Projekt teilgenommen haben, es ist schon leichter. Also Sie würden gerne mal wiederkommen zu einer Partnerschaft, könnte ja, entstehen? Wir überlegen darüber. Ich denke mit unserer Partnerarbeit
können wir gern weitergehen. UNESCO-Welterbeprojekt Montanregion Erzgebirge, Staffelstab an Welterbeverein übergeben. Oelsnitz Erzgebirge. Die Vertreter der Landkreise, Städte und Gemeinden im UNESCO-Welterbeprojekt Montanregion Erzgebirge kamen am Dienstagnachmittag zur Abschlusssitzung des Welterbekonvents zusammen. Dabei wurde die Verantwortung für die Trägerschaft vom Welterbekonvent an den neu gegründeten Welterbeverein übergeben. Der Welterbeverein nimmt ab 2016 dann die Arbeit auf. Das Verfahren zur Entscheidung des Welterbeantrages befindet sich derzeit auf einem guten Weg. Nach der erfolgreichen Expert-Mission im September wurden im Oktober erste Nachfragen der Experten beantwortet. Ende November findet eine Befragungsrunde mit ICOMOS statt, ehe der Internationale Denkmalrat im Dezember bzw. spätestens im Januar 2016 seine Empfehlung ausspricht. Ab diesem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit für weitere Nacharbeiten. Die Entscheidung zur Aufnahme der montanen Kulturlandschaft Erzgebirge Krušné Hory in die Welterbeliste fällt zwischen dem 10. und 20. Juli 2016. Dann tagt das UNESCO-Welterbekomitee zu seiner 40. Sitzung in Istanbul. Sie werden jetzt sicherlich sagen, nun drehen die beim MEF total durch. Ja, dass ich diesen Hut trage, hat einen guten Grund, denn heute ist der Welttag des Hutes und Laurin Nickel hat mal einige wissenswerte Informationen für Sie zusammengetragen. Wann haben Sie das letzte Mal einen Hut getragen? Heute wäre ein idealer Tag, um sein Outfit mit einer Kopfbedeckung zu verzieren. Warum, werden Sie sich jetzt fragen? Ganz einfach. Heute am 25. November ist Internationaler Tag des Hutes. Für Deutschland hat dieser Tag eine eher kleine Bedeutung. Es findet jährlich ein Wettbewerb statt, bei dem ein prominenter Hutträger gekrönt wird. Letztes Jahr hatte Andreas Hoppe alias Mario Kopper, Tatortkommissar aus Ludwigshafen, die Ehre, der Hutträger für das Jahr 2014 zu sein. Das Ganze läuft im Rahmen der GDH, Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte, ab. Eine viel größere Bedeutung hat der Tag des Hutes in Frankreich. Dort ist es Tradition, dass alle unverheirateten Frauen im Alter von 25 Jahren einen Hut tragen und der Statue Sainte Catherine ebenso einen Hut aufsetzen. Diese Tradition kommt von dem Namenstag der heiligen Katharina von Alexandrien. Nur in den USA ist der Tag des Hutes der 15. Januar. Hüte trug man schon in Zeiten der Antike. In Deutschland kamen die Hüte allerdings erst im 10. Jahrhundert vor. So war der Strohhut damals ein Symbol der Sachsen. In den 1950er fanden sogar Strohhutturniere in Großstädten statt. Also, liebe Zuschauer, tragen Sie doch zur Feier des Tages mal Ihre Lieblingskopfbedeckung. Na, Hut ab, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Gebietsverkehrswacht kümmert sich seit nunmehr 20 Jahren um Verkehrserziehung, Verkehrssicherheit und Prävention. Und das wird mit verschiedenen Aktionen umgesetzt. Und Nicole Fugmann-Müller war bei einer solchen Aktion in der Grundschule Dörntal mit dabei. Für die Kinder der dritten Klasse der Wildrosen-Grundschule aus Dörntal begann der Tag heute einmal etwas anders. Denn die Schüler betätigten sich als Glücksfee in einem Preisausschreiben. Zu Gast war die Gebietsverkehrswacht Mittleres Erzgebirge. Seit mehr als 10 Jahren gibt der Verein das Verkehrslernheft Sicherheit im Straßenverkehr aus. Vereinsvorstand Stefan Heise sagte uns dazu: Ich bin erstaunt, dass dieses Heft das 10. Jahr bereits, also die 10. Auflage, erschienen ist. Im ehemaligen Kreis Marienberg mache ich das also jetzt schon 10 Jahre lang. Wir beliefern da immer zum Schuljahresbeginn die ganzen Klassen, also die ganzen Schulen, das sind 25 Schulen im ehemaligen Kreis Marienberg, jeweils die dritte Klasse bekommt das. Da ist ein Preisausschreiben drin, wo 5 Preise dann gezogen werden. Der Hauptpreis ist immer ein Fahrrad, wo die meisten Einsendungen herkommen, das war diesmal aus Dörntal, haben wir dann immer die Preise gezogen. Es war wieder eine schöne Veranstaltung heute hier in Dörntal, weil 3 Preise in dieser Grundschule geblieben sind. Bedauerlicherweise vielleicht nicht das Fahrrad, aber das hat eine andere Schülerin gewonnen. Und das werden wir zeitnah jetzt übergeben. Und ich bin dankbar, dass wir dieses Heft immer wieder ins Leben rufen können. Vielleicht gelingt es uns nochmal 20 Jahre, das
zu machen und bedanke mich hier nochmal bei allen Sponsoren, denn ohne denen ginge es nicht, dieses Heft ins Leben jedes Mal von Neuem zu rufen. Was ist denn das Anliegen des Heftes? Es steht schon drauf, Sicherheit im Straßenverkehr, aber... Das Anliegen des Heftes ist, dass die Verkehrserziehung der dritten Klassen und vierten Klassen uns als Verkehrswart immer sehr am Herzen liegt. Das heißt, wie fahre ich Fahrrad, wie biege ich ab, wo halte ich an, Vorfahrtsregeln, das ist in diesem Heft integriert mit. Und somit können die Lehrer das Verkehrserzieherische auch in der Schule in ihrem Unterricht mit beifügen. Und das hat sich die letzten Jahre so schön erwiesen, dass es immer wieder Spaß macht und dass genug Einsendungen kommen, dass wir immer diese tollen Preise ziehen können. Marienberg, Fußgängerin beim Vorbeifahren erfasst. Der 25-jährige Fahrer eines Pkw Seat befuhr am Dienstag früh gegen 6.05 Uhr die Rittersberger Straße in Richtung Anschlussstelle Kniebreche. Dabei erfasste der Pkw eine in dieselbe Richtung am Fahrbahnrand laufende Frau, die leichte Verletzungen erlitt. Am Pkw entstand mit ca. 50 Euro geringer Sachschaden. Chopau, Diebstahl am Gewürzregal. Vermutlich am Gewürzregal eines Marktes in der Chemnitzer Straße wurde am Dienstag einer 73-jährigen Seniorin die Geldbörse aus der Tasche gestohlen. Die Frau hatte die Tasche an den Einkaufswagen gehängt und sie nur kurz nicht im Blick gehabt. Diese reichte vermutlich einem unbekannten Dieb, um zuzugreifen. An der Kasse bemerkte die Frau den Diebstahl. Ausweise, die Geldkarte und etwas über 100 Euro sind verschwunden. Ja, neben dem finanziellen Verlust hat die Frau jetzt noch die Lauferei zum Ersatz der Dokumente. Die Polizei bittet auch im Hinblick auf den jetzt einsetzenden Einkaufstrubel vor Weihnachten um besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Verstauen Sie nie Taschen mit Wertsachen im oder am Einkaufswagen. Tragen Sie Geldbörsen am Mann oder an der Frau, möglichst in den Innentaschen der Bekleidung. Potenzielle Täter nutzen jede noch so kurze Gelegenheit, um zuzugreifen. Also Vorsicht! Und geblitzt wird morgen am Donnerstag in Ansprung, Hauptstraße und Gelobtland B174. Außerdem lauern auch die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes wieder an den üblichen bekannten Stellen und auch die Videomessfahrzeuge sind wieder auf der B174 und B101 unterwegs. Deshalb, liebe Zuschauer, Augen auf und Fuß vom Gas. Was fehlt uns jetzt noch zum Glück? Richtig, das Wetter. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel bewölkt und mit leichtem Schneefall muss in den Bergen gerechnet werden. In den Niederungen wird es Schneeregen sein oder Regen. Schuld daran sind die Temperaturen und die sehen wie folgt aus. Olbernhau 0 bis 1 Grad, Marienberg minus 1 bis 0 Grad und in Schobau sind 1 bis 2 Grad drin. Der Wind weht mit einer leichten Brise um die 8 Stundenkilometer aus Südwesten. Der Donnerstag präsentiert sich zunächst stark bewölkt und mit leichtem Niederschlag. Aufgrund der Temperaturen fällt er in unterschiedlichen Aggregatzuständen aus. Nur in den Höhenlagen ist es Schnee, darunter Schneeregen und ganz unten mit maximalem Schmuddelfaktor ist es Regen. Gegen Mittag lockert der Himmel auf und auch die Niederschläge lassen dann nach. In Olbernhau werden zwischen 1 und 2 Grad erreicht, Marienberg minus 1 und 0 und in Zschopau werden zwischen 0 und 2 Grad erwartet. Der Wind kommt aus Nordwesten mit 11 und in Spitzen bis 30 Stundenkilometer. Der Ausblick, liebe Zuschauer. Der Freitag kommt wolkig daher, aber auch die Sonne wirft ihre 2,5 Betriebsstunden in den Ring. Das Quecksilber erreicht zwischen minus 1 und plus 4 Grad. Der Wind weht mit 20 Stundenkilometer aus Südwesten. Am Samstag ist es stark bewölkt. Mit gelegentlichen Schneeschauern bzw. Schneeregen müssen wir rechnen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen minus 3 und plus 3 Grad. Der Wind frischt auf und weht mit bis zu 37 Stundenkilometer aus westlichen Richtungen. Das war Regional am Mittwoch, liebe Zuschauer, und schön, dass Sie mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir pünktlich
morgen wieder hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Ich auf jeden Fall würde mich freuen, Sie dann wieder begrüßen zu können. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss, bis morgen.